So, hi und hallo mal wieder. Und ja, ihr habt richtig gelesen. Heute geht es um eine Kult-Sofortbildkamera. Und zwar Polaroid. Aber sie kommt jetzt immer mehr ins Spiel wieder heutzutage. Seit einem Jahr ist da ein Riesenhype drauf. Und ich habe hier vier ganz alte Modelle mitgebracht, die ich euch jetzt mal zeigen möchte. Werde ich mal eben die Kamera kurz anders einstellen, dass ich das auch besser erklären kann. Also, vier alte, originale Polaroid-Kameras habe ich hier mitgebracht. Und ja, Polaroid ist gegründet worden 1937. Und wenn jetzt viele sagen, halt, kann nicht stimmen, auf meine Kamera steht was anderes. Ja, die neue Gründung, oder die neue, wie man so schön sagt, war 2001. Das dazu. Und damals die allererste Polaroid-Kameras, die rausgekommen sind, war, glaube ich, die Polaroid 900 und die 80, glaube ich. Oder das war so eine längliche, uriges Ding. Aber egal. Jetzt möchte ich euch mal die original alten Polaroid-Kameras ein paar vorstellen. Und die sind ja wirklich wieder richtig Kult geworden seit über einem Jahr. Also, das ist jetzt eine Polaroid-Kamera. Wie ihr seht, klassisch. Oben kommt der Blitz drauf. Auslöser, leicht schwer, Film war hier einzulegen. So, jetzt muss man dazu aber auch sagen, wer sich so eine alte Polaroid natürlich kauft, dieses Modell jetzt nicht, das finde ich nicht so besonders, aber so die Supercolor 630 macht schon mehr her, die Bilder sind intensiver und schöner, wie ich persönlich finde. Aber natürlich auch kann man sich dabei verletzen. Warum? Dann klappt es hier um. Ist der typische Blitz. Um den jetzt wieder reinzuklappen, muss man etwas fester drücken und teilweise hat man den Finger dazwischen oder ein Stück Haut und schon tut es weh. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine schöne Kamera. Wenn ihr an sowas Altes dran kommt, Originales, sie werden langsam immer teurer. Es kommt darauf an, welches Modell. Man kriegt schon welche für alte, gebrauchte ab 20 Euro. Nach oben hin sind keine Grenzen. Aber ihr müsst wirklich immer darauf aufpassen, die Filme, die hier reinkommen. Das ganze Teil hat keine Batterie. Polaroid mit Batterie gibt es, zeige ich euch gleich. Aber die normalen haben alle keine Batterie. Ich werde euch das mal hier an diese Kamera mal den Film rausholen. Da ist es ein. So ein Nappel dran, da zieht man. Da hat man nun den Film drauf. Alle Filme haben hier hinten zwei Batterien. Das war's. Man hat sie hineingesteckt, die Batterien haben Kontakt gekriegt, die Lampe hat geleuchtet. Wunderbar. Wenn ihr jetzt an diese Filme kommt, und sie sind zu alt, sind die Batterien leer, weil da war nicht viel Spannung drauf. Es hat immer gerade ausgereicht, um die Fotos zu entwickeln. Also, wenn ihr alte Filme habt, günstig dran kommt, lasst es lieber. Es kann die Batterie leer sein, weil ihr kriegt sie ja hier nicht raus zum Laden. Das ist eigentlich schade drum. Und ihr habt jetzt auch gesehen, hier kommt jetzt ein Film rein, der 600er. Passt dieser Klassikerfilm natürlich nicht. Der Klassikerfilm ist natürlich der SX70. Und warum, das zeige ich euch. Meine Polaroid, die ich bis vor eine längere Zeit, wirklich längere Zeit benutzt habe, habe ich noch komplett. Schaut mal hier. Das ist die komplette alte Polaroid aus den 70ern. Ja, ein Original. Die Ledertasche ist noch dabei. Und schaut mal hier. Das meine ich damit. Das ist ein Originalfilm. Also sind zwei Stück immer drin. Und zwar der SX70. Noch komplett eingepackt. Das ist so ein Teil. Aber es funktioniert wahrscheinlich nicht mehr, weil die Batterien schon leer sind. Man kriegt es ja nicht aufgeladen. Das ist eigentlich schade drum. Deswegen lasse ich sie direkt eingepackt. Es ist Kult. Ganz einfach. Dann sind das die Blitze. Ihr seht schon, ich habe ein wenig verballert. Ich habe nur noch vier Stück da, wo ich sie benutzen kann, aber eben kein Film mit Batterie mehr. Und welche Polaroid-Kamera habe ich benutzt?
Natürlich den Klassiker, die 1000er. Retro grau-weiß mit den Streifen. Und hier gehört auch der Film rein, der FX70. Das wäre dieser. Passt wunderbar rein. Hier ist natürlich einer drin jetzt, natürlich, weil ich die ja zuletzt benutzt habe. Auch hier die Batterien sind leer. Es sind, müssten, glaube ich, noch 4 oder 5 Fotos drauf sein, die man knipsen kann. Ich kann sie nicht mehr knipsen. Ich kriege die Batterie nicht geladen. Schickt man rein. Zumachen. Es hat geleuchtet. Hier ist der Display ganz klein. Man konnte abdrücken. Natürlich die Helligkeit einstellen. Ist draußen sehr hell. Etwas dunkler. Das war's. Das ist der Klassiker. Die Polaroid 1000. Super Ding. Ich habe damit gerne Fotos gemacht, obwohl ich auch eine Spiegelreflex habe, obwohl ich eine Spiegelreflex digital habe, obwohl ich Digitalkameras habe, Handys habe. Mit sowas fotografiert man gerne, man hat das Foto in der Hand, man hängt es irgendwo hin, mit einem Magneten, an den Kühlschrank oder mit einer Klammer irgendwo. Das hat was. Und nicht nur immer auf das Handy das Foto, ach ja, und irgendwann löscht man es doch oder man druckt es aus. Das sind Fotos, die hat man in der Hand. Es ist kultig, es ist witzig. Das ist meine erste Polaroid-Kamera, die ich auch bis vor ein paar Jahren noch benutzt habe. Jetzt leider nicht mehr, weil ich mir schon lange keinen Film mehr gegönnt habe. Mit funktionierenden Batterien. Darauf müsst ihr jetzt auch immer aufpassen. Wenn ihr euch sowas Altes kauft, kauft euch immer den Film sofort nach. Aber teilweise ein paar Filmsorten gibt es nicht mehr. Da müsst ihr auch drauf aufpassen. Ob es noch für die Polaroid, wo ihr euch interessiert, noch die passenden Filme gibt. Und hier ist jetzt ein Klassiker. Die Polaroid 330. Das ist absolut so ein Retro-Teil. Und warum? Ihr konntet es so aufmachen. Da ist noch das Originalbuch mit bei, wie ihr seht. Die Beschreibung, alles dahinter. Um das jetzt nicht immer hier rumhängt zu haben, hat man hier unten einfach nur das Metall hochgedrückt. Man konnte die Klappe abmachen. Das war's. Und jetzt passt mal auf. Man hat hoch und rausgezogen. Dann hat man ein richtig kultiges Teil. Eingeklickt. Jetzt konnte man natürlich noch auf nah und fern spannen und nicht spannen. Es hat richtig Spaß gemacht. Das Teil hat allerdings die Batterien hier drinnen. Jetzt passt auf. Eine Runde, wo unten angeklemmt wird, oben angeklemmt wird. Aber diese Batterien, die hier reinkommen, die kosten teilweise 30 Euro. Das war es mir nicht wert, bin ich ganz ehrlich. Ich lasse mir das demnächst umbauen, einfach abklemmen mit 2 normaler Batterien oder Hörgerätebatterien, was hier reinpasst. Weil hier drauf steht es ja, es müssen eine 3-Volt-Batterie sein. Und die Originalen sind bis zu 30 Euro teuer. Das lohnte sich nicht. Lohnt sich zwar schon, wenn man das gerne so haben möchte. Ich versuche es mir demnächst mal umzubauen, dass ich damit auch noch fotografieren kann. Und dann hat man hier in diese Kamera natürlich den Film nicht reingeschoben. Man hat hier unten aufgemacht, umgeklappt. Das ist natürlich jetzt die Spannung. Und hier kam der Film rein. Hier sollte man den Film reinlegen. Und wenn ihr alle 10 verschossen habt, die Rollen auf jeden Fall mit destilliertes Wasser oder, sage ich mal, Silikonreiniger reinigen, weil das bleibt immer da hängen und könnte auf den nächsten Film mit übertragen werden, wenn ihr so eine Kamera habt. Aber das kam hier rein. Man hat es zugemacht. Dann war jetzt hier so ein Papierstückchen dran. Man hat es rausgezogen. Weil das ist eine Kamera, die hat die Fotos nicht rausgeschoben. Man musste wirklich fotografieren. Dann natürlich nach das Foto, wenn man fotografiert hat, nicht vergessen, rausziehen. Dann natürlich schütteln oder eine längere Zeit warten. Und dann hat man das Bild in der Hand gehabt. Und es ist einfach nur kultig. Und dann noch mit so einer Kultkamera, perfekt. Also, da wollte ich jetzt einfach nur mal euch ein Video zeigen oder ein Video machen in dem Falle über die Polaroid, die Kultkamera, muss man echt sagen, von 1937.
Ja, Neugründung 2001, um es genau zu sagen. Aber die haben natürlich heutzutage richtig coole Polaroid-Kamera, wo man mit dem Handy auch bedienen kann, die Fotos darüber schicken kann. Die können Drucker ausdrucken, außer Handys und sowas alles. Aber es ist dann nicht mehr richtig Kult. Sowas ist viel mehr Kult. Besonders die Polaroid 1000. Das war natürlich der Renner damals. Ich habe sie noch original. Ich habe damit noch gearbeitet. Aber ich habe keinen Film mehr, eben wo die Batterien funktionieren. Werde ich mir aber demnächst mal wieder bestellen oder kaufen gehen. Das weiß ich. Und dann noch ein paar schöne Fotos machen. Also, das war jetzt einfach nur ein Infovideo über die kultigen Polaroid-Kameras, wo ihr natürlich die neueren bestellen könnt oder was nachlesen wollt, verlinke ich unter ein Video. Guckt mal rein, die kosten so um die 100 € glaube ich. Pfund Polaroid, es gibt auch andere Firmen, aber da könnt ihr alles nachlesen, was das Ding kann heutzutage. Und es ist einfach kultig, ein Foto in der Hand zu haben, nicht auf Handy oder sonst irgendwo was. Foto in der Hand haben, an den Kühlschrank machen, irgendwo hinhängen, das ist Kult und das ist auch wieder in. Glaubt es mir. Und das war jetzt ein Infovideo über eine Sofortbildkamera der Marke Polaroid. Und deswegen sage ich wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.